Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dann zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute geht es hier natürlich um die 2550 Box von MFB. Ich melde mich hier aus der Quarantäne. Ich bin leider krankgeschrieben. Man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin positiv, nein, nicht schwanger, nur Corona, Gott sei Dank. Und das hält mich natürlich nicht davon ab, hier euch nochmal eine Box zu zeigen, nachdem es ja mit der 100-140 Box nicht so richtig geklappt hat. Irgendwie hing es am Ton. Mache ich jetzt hier mal die 2550 Box, versuche zu vergessen, was in der 100-140er war und drehe die einfach nochmal irgendwann neu, wenn ich vergessen habe, was alles drin war, um auch möglichst überrascht zu sein. Und dann schauen wir mal, ob es das nächste Mal funktioniert. Genau, 2550 Box aktuell sind die jetzt nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob sie ausverkauft sind oder ob die Aktion vorbei ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls gibt es sie nicht mehr im Shop. Trotzdem packe ich euch mal einen Link zu meinen Fishing Box unten in die Videobeschreibung. Und dann würde ich mal sagen, packen wir die Box mal aus. Was heißt 2550 natürlich? Heißt das 25 Euro ausgeben und einen Warenwert von 50 Euro bekommen. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ist ja so eine Art Klassiker, die kam jedes Jahr. Ich verlinke euch mal so ein paar alte Videos von mir. Die sind auch furchtbar schlecht. Bitte nicht zu viel erwarten. Also noch schlechter wie die Videos, die heute sind. Könnt ihr ja mal schauen, was da früher immer so drin war. Und dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt einfach los. Genau. Und da haben wir, wie auch in der anderen Box oder in den anderen Boxen, wieder das Abu Garcia Face Shield. Finde ich ganz cool eigentlich. Kann man immer gebrauchen. Ja, finde ich cool. Zur Not halt für die Kinder, wenn man es selber nicht will. Und da haben wir hier von der Firma Yancy den Corrugator. Wobei Corrugator ist, glaube ich, immer wieder dieses, ja, bisschen Raubfisch-Range. So richtig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube, irgendwie so in die Richtung geht's. Einen kleinen, ja, Hardbait, ein Glidebait. Sinking Diving, 1-3 Meter Lauftiefe, 12 cm lang und 24 Gramm wiegt der gute. Farbe, kann ich nicht lesen, steht nicht drauf. Der heißt auf jeden Fall Dragon Diver, Successful Tackle Generation. Gesundheit. So, den packen wir gleich mal aus. Na komm schon, du willst es doch auch. Da ist er. Oh, der sieht sehr interessant aus, weil er von unten halt eine komplett andere Farbe hat. Ne? Finde ich ganz cool eigentlich. Sicherlich UV-aktiv, sieht man hier. Können wir gleich nochmal die alte Lampe aufprobieren. Ah, die hat auch keine Lust. Dafür habe ich eine neue. Ja, sieht man hier sehr schön, das Auge ist UV-aktiv und auch unten der Streifen, der hier dran ist. Sieht ziemlich cool aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ein Drilling nur dran, aber für die Ködergröße sicherlich vollkommen ausreichend. Ja, schönes Ding eigentlich. Ein paar Rasseln drin. Hört man ja hier. Ja. Passt. So, dann haben wir einen Löffelblinker. Sagt man das so? HQ, High Quality, von der Firma Yancy. Zweite Mal Yancy, fällt mir jetzt gerade so auf. Phantom nennt sich das Teil hier Raubfisch. Ja, genau. Keine weiteren Angaben drauf, glaube ich. Nö, irgendwie nicht. Kein Gewicht, keine irgendwas. Ja. Von hinten nur Metallfarben. Von vorne nicht UV-aktiv. Aber sicherlich was Cooles hier für die Hechte oder vielleicht auch auf Meerforelle, weiß ich nicht. Kann man sicherlich vielleicht mal versuchen. Kann man schön weit schmeißen, das ist immer so ein Vorteil von solchen Sachen. Die sind sehr robust, da geht nicht so viel dran kaputt. Und ja, nicht spektakulär, aber brauchbar sicherlich. Dann haben wir von Savage Gear den 3D Roach Paddle Tail in 10 cm. Ein Set von 3 fertig gerickten Gummifischen. Ja, 10 cm. 18 Gramm schwer in verschiedenen Farben. Versuchen wir mal einen hier zu befreien aus der Packung. Schwupps. Machen wir hier mal den UV-Test. Bei denen hier hinten nur der Tail. Der in der Mitte hat auch noch unten ein bisschen am Bauch. Boah. Da sind die guten. Hubala. Runtergefallen.
Also fertig gerickt hier für Leute wie mich, die das auch nicht so richtig können. Das ist ziemlich cool. Da sieht man jetzt auch keinen Jigkopf dran. Sieht der Fisch jetzt natürlich noch, abgesehen von der Farbe, ein bisschen natürlicher aus. Und nochmal eine kleine Öse, in der wir ja höchstwahrscheinlich ein Zusatzgewicht einhängen können, um nochmal die Tiefe vielleicht ein bisschen zu verändern. Vielleicht kann man hier auch, obwohl es tatsächlich auch noch ein bisschen zu weit vorne ist, vielleicht einen kleinen Drilling könnte man auch ranmachen. Aber natürlich bei einer Köderlänge von 10 cm ist das wahrscheinlich eher als Öse für ein Gewicht gedacht. Aber ein sehr schöner Köder. Riecht tatsächlich nach Anis. Ready to fish, Savage Gear. Ultra Sharp, Tournament, Swimming and Rolling Action. Also auch ein sehr sich ja, drehen, sagt man ja nicht. Also so ein. Nennt man es denn? Naja, ihr wisst schon. Nicht nur so, sondern auch so. Pendelt, genau. Aber steht nicht drauf. Aber ist tatsächlich Anis, würde ich mal sagen. Ja, eigentlich ganz cool. Doch, kann man machen. Ja. Der ist natürlich schön UV-aktiv. Sieht man ja toll. Ja. Läuft. Dann haben wir von der Firma 4 Street, der Street Fishing Marke von Quantum, einen Pike Shatterbait. Ist immer blöd ein bisschen bei dieser Verpackung hier. Hatten wir auch schon mal bei einem kleineren Shatterbait. Hier stehen immer zwei verschiedene Größen drauf, glaube ich. 16 Gramm und 30 Gramm, weil egal wie ich es auf der Waage es passt nie von den Gewichten beides. Von daher kann es eigentlich nur so sein, dass es den in 16 Gramm gibt oder in 30 Gramm. Und wir können ja mal schauen, wir packen den gleich mal aus hier. Den Pike Shatter, welche Gewichtsklasse wir hier haben. So. 90er Jahre Twisterschwanz ist auf jeden Fall auch dran. Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentlich großer Chatterbait. Also ein ziemlich großer Chatterbait, typisch natürlich hier mit Snap dran. Oh, schön in Schwarz und hinten mit Paddletail. Wenn wir den jetzt hier mal befreien. Oh Gott, ich das jetzt hier hinkriege. So, das ab. Und das ab. Mal ein bisschen Angst, mich zu verletzen. Warte. Der Haken ist auf jeden Fall ziemlich spitz. Da. So. Dann können wir das abmachen. Können wir natürlich jetzt auch einen normalen Trailer ranmachen. Oder das hier halt als Trailer, so wie es halt gedacht ist. Ja, was man dann macht, wenn der halt mal abgebissen ist, weiß ich nicht. Ob man dann hier hinten vielleicht dann noch einen anderen Trailer noch mal ranmacht oder man es halt einfach so lässt und dann einen normalen Trailer, den man halt zu Hause rumliegen hat, dran macht. Weiß ich nicht, kann man sich überlegen. Und jetzt packen wir das mal auf die Waage. Damit ihr auch seht, dass ich hier keinen Quatsch erzähle von den Gewichten her. Was hat man jetzt hier? 50 Gramm und 16 Gramm und 30 Gramm. So, was hat das jetzt hier? So, das sind 23 Gramm. Und das sind 30 Gramm. Genau. Also haben wir jetzt hier die größere Variante mit 30 Gramm. Und egal wie wir es machen, wir kommen hier nicht auf 16 Gramm. Also kann es halt nur so sein, dass es halt 16 Gramm gibt oder 30 Gramm als Köder. Genau, weil der wiegt bloß 7 und beides zusammen ist halt hier die Variante mit 30 Gramm. Genau. Toll. Sherlock Lemmy hat den Fall hier wieder gelöst. Weg damit. So, was haben wir noch? Wir haben von Major Fish haben wir noch ein paar Lazy Shads, Gummifisch, 7,5 cm, drei Stück. 7,5, was? Nee, 3, ach nee, 3 Inch. Ach, siehst du, deswegen. Durcheinander gekommen. Also 3 Inch oder 7,5 cm, 5 Stück sind drinne. Farbe nennt sich ganz unspektakulär 004 Blue. Schauen wir auch mal aus. Ja, die riechen jetzt nicht so, nicht besonders. Aber ein schöner kleiner Barschköder für etwas größere Barsche, für kleine Zander, vielleicht für eine Dropshot-Montage. Ein ziemlich beweglicher Schwanz hinten, dadurch, dass er hier halt sehr dünn ist. Wird natürlich auch wahrscheinlich schnell abgebissen, muss man noch mal ein bisschen gucken dann. Ja, sind aber recht stabil. Ja, ziemlich großer Paddletail hinten, der macht bestimmt gut Aktion. Ein paar Flakes drin und sicherlich nicht UV-aktiv. Oh, ist die alte Lampe.
Aber man sieht hier schön, wie viele Flakes hier halt drin sind. Ne? Achso, hier muss ich natürlich nochmal kurz ranhalten an den 90er Jahre Twister-Schwanz. Aber sehen wir gleich. Der leuchtet natürlich. Genau. So, kann man auf jeden Fall auch machen hier. Dann dürfen natürlich die Firma Molex nicht fehlen. Da haben wir hier den SATA Warm Extreme Bait Generation 4 Inch. Farbe nennt sich, weiß ich nicht, steht nicht drauf. Oder hier unten vielleicht. Red Flake heißt die Farbe. Green Pumpkin, Red Flake. Genau. Und da sieht man es auch gleich, das ist ein sehr beweglicher Köder, also der lässt hier gleich ordentlich hängen. Nicht nur, weil es ein sehr weiches Gummi ist, sondern natürlich auch, weil er überall viel dünner ist, wie er eigentlich wirkt. Einfach weil hier nur die Rillen dran sind. Aber wenn man hier halt mal den ein bisschen länger zieht und mal schaut, sieht man halt, dass er halt hier nur an der einen Stelle miteinander verbunden ist und alles andere ist halt nur diese Rillen und deswegen lässt er halt hier ordentlich hängen und ist ein sehr weicher und flexibler Köder. Kann man hier richtig schön eindrehen. Das ist ziemlich cool. Also für Barsche auf jeden Fall hier bestimmt ziemlich interessant. Hinten nochmal so eine Kugel dran. Boah, auch cool. So, was haben wir noch? Noch was Süßes. Ein VMC-Aufkleber. Ein paar Jig-Heads vom Majorfish 12 Gramm 4.0 und 10 Gramm 3.0. Natürlich noch ein MFB-Aufkleber. Und eine komische Werbung, die wir nicht brauchen. Und dann war's das. Ja, für 25 Euro sicherlich ganz okay. Also vom Preis her sicherlich mehr wie ganz okay. Aber natürlich auch nicht spektakulär. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ja, würde ich mal sagen. Dann hören wir uns oder sehen wir uns später. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Ja, dann macht's mal gut. Bis dann. Euer Lemmy.